Herzlich willkommen bei Souveräne Quarantäne. Mein Name ist Markus Nussbaumer und heute bin ich bei der Assimex in Frankfurt-Fechenheim, einer der ältesten Importeure für italienische Spezialitäten in Deutschland. Schon 1952 wurden hier die Tore geöffnet und seitdem ununterbrochen werden Spezialitäten wie Nudeln und Reis und Olivenöl und Spezialitäten. Es gibt auch eine Aufschnitttheke und natürlich wunderbare Spiritosen und die besten Weine aus Italien. Ich habe auch hier mir einen Wein aus dem Regal ausgesucht, was ich für eine Besonderheit halte. Und zwar ist es das Weingut Feudo Antico aus den Abruzzen in Mittelitalien, den höchsten Gebirge südlich der Alpen in Europa, wo auch Skilifte sind und ein Gletscher, der Gran Sasso, und eine Region, die oftmals verkannt wird, weil günstige Qualitäten von Montepulciano d'Abruzzo oder Trebbiano d'Abruzzo angeboten wird, die in Pizzerien oder in günstigen Restauranten als Schoppenwein angeboten werden. Aber auch dort werden selbstverständlich großartige Qualitäten gemacht. Und dieser beispielsweise ist ein Montepulciano d'Abruzzo, wo dort die Rebsorte den Namen Montepulciano hat und nicht die Region wie in der Toskana, sondern hier ist es die Traube, die Montepulciano-Traube, die bio angebaut wird, vegan verarbeitet wird und einen der neuen Top-Weine im italienischen Weinführer Gambero Rosso stellt, nämlich 3 Gläser, die Höchstauszeichnung dort. Und diese Feudo Antico ist eine Besonderheit, weil es ist ein kleines Weingut in Tollo, also einer kleinen Stadt, die berühmt ist für ihre Winzergenossenschaft, Cantina Tollo, aber dieses kleine Juwel in der Krone der italienischen Weingüter besitzt eben dieses Feudo Antico. Und dort haben wir einen Wein, der kraftvoll und saftig und ausdrucksvoll ist, bärig, kirschig, eine wunderbar eingebundene, harmonische Säure hat, die selbst den Magen plagenden Weinfreund besänftigt und verwöhnt, in der Farbe Rubin, dunkelrubinrot und im langen, schmelzigen Abgang, und ein Wein, der fantastisch sich eignet, um Pizza und Pasta zu begleiten und die tägliche Tafel. Ein anspruchsvoller Wein, der aber den ganz normalen Weinbedarf für den täglichen Gebrauch deckt. Was auch noch im gleichen Weingut angebaut wird, ist die Serie Tullum. Tullum ist die höchste Stufe der Qualität in diesem Weingut für Weißweine und Rotweine, die neuesten DOCG-Weine in Italien sind. Und dort ist es die Rebsorte Passarina beispielsweise, eine Spezialität aus den Abruzzen und dem nördlichen den südlichen Marken, eine große Spezialität, die es hier auch zu geben hat. Und hier ist auch für die Privatpublikum geöffnet. Es ist jeden Tag bis 16.30 Uhr auf und da freut sich eine motivierte Belegschaft, sie herzlich willkommen zu heißen und eben südliches Flair und ein südliches Ambiente mit sehr, 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 sehr guten Preisen. Wir freuen uns auf Sie. Buy at local business. Support your locals. Ich freue mich schon bis zum nächsten Mal. Bis dann, bleiben Sie gesund und lustig.